Ja, moin moin. Ja, das ist meine Traumwaffe für heute. Und ja, mehr oder weniger ausgesucht zwischen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe und vielleicht Spielern, mit denen ich gerne noch zusammenspielen würde. Ja, fange im Tor an. Gibt mehrere Auswahl. Ich könnte natürlich Neuer nehmen auf Schalke-Zeiten, der natürlich der weltbeste Torwart momentan ist. Hugo Lloris. Tottenham, aber ich entscheide mich für unsere jetzige Nummer 1, René Adler, weil das ein sehr, sehr guter Freund für mich jetzt geworden auch ist und wir auch zusammen jetzt einiges auch durchgemacht haben und ja, ich mag ihn einfach als Mensch und auch als Torwart ist er einfach eine Granate und deswegen kriegt René Adler bei mir den Spot. Rechts hinten gehe ich mit Kyle Walker von Tottenham Hotspur. Ja, warum? Weil er dynamisch ist, er Power hat, kann die Seite hoch und runter beackern. Lustiger Typ, mit dem habe ich mich sehr gut in Tottenham verstanden. Von daher kriegt Kyle Walker die rechte Verteidigerposition. Ich fange erstmal mit links an. Christian Fuchs, Leicester City. Sehr, sehr guter Freund von mir über die Jahre, immer noch in Kontakt und verstehen uns brutal gut. Haben uns in New York auch mal auch getroffen. Im Urlaub und brutal sehr, sehr guten linken Fuß. Ich mag ihn als Mensch, passt perfekt hinten rein. Ja, jetzt kommen wir schon noch zur Innenverteidigung. Da muss ich jetzt ein bisschen überlegen, mit wem ich da so zusammengespielt habe. Ich packe jetzt mal Nicole Chinoweski ein. Weil ich Nikolce sehr, sehr gemocht habe. Ein Ruhepol in der Top-Phase mit Mainz. Hat eine fantastische Saison gespielt. Ich mag ihn als Mensch und deswegen kriegt Nikolce Noweski. Ich hoffe, ich schreibe es alle richtig. Noweski. Linker Innenverteidiger. Fällt mir spontan von Tottenham auch Jan Vertonghen ein. Brutal guter Spieler, sehr guter Mensch. Wir haben sehr viel miteinander zu tun gehabt, haben nicht weit voneinander gewohnt. Spielt eine fantastische Saison, Dauerbrenner. Ja, einfach ein fantastischer Spieler. Ich glaube, man schreibt ihn so mit GH. Seid mir nicht böse, wenn ich falsch schreibe. Ja, kommen wir auf der 6. Ich glaube, ich spiele in der Raute. Von daher bringe ich jetzt einfach mal mit auch einer meiner besten Kumpels, mit der ich auch durch die Aachener Jugend gegangen bin. Christoph Moritz. Ich weiß, es ist ein bisschen unkonventionell, aber Christoph vertraue ich, weil er ein brutal geiler Kicker ist. Schade, dass er momentan nicht so zum Zug kommt, aber ich bin davon überzeugt, er hat brutale Qualitäten, hat eine Pferdelunge. Super Technik und leider sehr oft durch Verletzung rausgeworfen. Aber ich hoffe, er kriegt noch die Kurve. Super Spieler. Dann, ja, ich packe mich einfach mal ins Halblinke rein. Ich will ja mit denen zusammenspielen. Ist ja meine Traumelf. Und da will ich nicht nur zugucken. Das mag ich ja nicht so gern. Ja, dann gehe ich mal weiter. Halbrechtes Mittelfeld. Joshua Holtby. Mein Bruder. Mit ihm konnte ich noch nicht zusammenspielen. Aber ich wünsche es mir irgendwann mal, mit ihm im Profibereich zu spielen. Ich hoffe, der arbeitet dort sehr hart an sich. Und ja, deswegen wäre es ein Wunsch und ein Traum von mir, dass er mit mir in der Mannschaft spielt. Und daher hat er einen Platz auf der halbrechten Position. Auf der 10 packe ich heute mal Gareth Bale. Da hat er, als ich mit ihm zusammengespielt habe, war der im zentralen Bereich eine brutale Waffe, hat fast alle Spiele entschieden, einer der besten Spieler der Welt. Brutal guter Spieler, super Mensch, hat mir in den ersten Tagen auch brutal viel geholfen in Tottenham. Von daher genialer Spieler, gehört auf die 10. Vorne drin, mit wem habe ich denn da gespielt? Vorne drin fällt mir ein Huntelaar. Weil ich, als ich mit ihm zusammengespielt habe, er hat über 50 Buden gemacht in der Saison, in der Schalker-Saison.
Und von daher war er dann eine brutale Waffe im Kopf, links wie rechts, Rücken, Knie. Also der hatte alles im Repertoire und von daher gehört der Hunter da rein. Aufgrund dessen, weil wir einfach in diesem Jahr, wo er mit mir gespielt hat, hat er einfach brutal gut getroffen. Und zu guter Letzt, ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch einen ganz engen vergessen. Wen packe ich noch vorne rein da? Ich glaube einfach von seiner Erfahrung her, ich glaube, ich packe den Schalker Sturm rein, weil die brutal viele Tore gemacht haben. Raoul. Ich weiß jetzt nicht, wo das Apostroph herkommt. Ich glaube hier. Oder beim A. Ich weiß nicht. Raoul. Warum Raoul? Auf Schalke durfte ich neben ihm sitzen. Brutale Erfahrung. Im hohen Alter noch top professionell. Demütig, bodenständig, Torriecher. Ich glaube, in der Saison, wo wir gespielt haben, wo die beiden zusammen vorne gespielt haben, haben die brutal viele Tore geschossen, vorbereitet, konnte sehr viel von ihm lernen, und bin einfach dankbar, dass ich auch mit so einer Größe im Fußball spielen durfte. Ja, das ist meine Top 11. Sieht so auf den ersten Blick. Ja, nicht normal aus, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen unnormal. Von daher bin ich schon sehr froh. Ich glaube, das sind Leute, mit denen ich in der Mannschaft, sage ich mal, sehr gut auskam und vor allen Dingen, ja, Leute, die mich auch auf meiner Zeit geprägt haben.